Wird das die goldene Ära für alle Go-First-Decks mit Backrow? Oder ist es nur eine Karte, die wieder keiner spielen wird? Heute sprechen wir einmal über die neue Support-Karte, die wir in Birth of Destiny begrüßen dürfen. The King of the Sky Prison. Unglaublich interessante Karte. Aber ich werde heute einmal generell über das Thema sprechen. Going First in Yu-Gi-Oh! Und Go Second in Yu-Gi-Oh! Denn das ist ein Thema, was in den letzten Jahren immer wieder hin und her geswitcht ist, was so die beste Variante ist. Obwohl es eigentlich immer ein relativ definitive answer gewesen ist. Was so der beste Weg ist. Aber wir nutzen einmal diese Karte als Beispiel, um darüber zu sprechen, wie sich Yu-Gi-Oh! In den letzten Jahren verändert hat, was wir daraus quasi nehmen können für die nächsten Formate, die wir jetzt spielen. Denn Birth of Destiny erscheint bei uns am 22.10. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, wird dieses Set für immer verändern, wie wir Decks bauen, Side-Decken und ob wir First oder Second gehen? Für alle, die es nicht wissen, aktuell ist es so, dass ihr Go First fast immer die besseren Optionen habt. Sind wir mal ehrlich, ihr habt 5 Karten. Und wenn der Gegner keine Handtraps hat oder sowas, könnt ihr eigentlich, ohne behindert zu werden, durchspielen, eure Combo durchziehen. Das heißt, wenn ihr ein Combo-Deck spielt, habt ihr einfach inherent einen Vorteil. Wenn ihr Backrow-Deck spielt, könnt ihr 5 Karten setzen und dann gegebenenfalls den Gegner mit guten Trap-Karten aufhalten, die wirklich extrem plus gehen können. Was das so ein bisschen gebalanced hat in den letzten Jahren, war, dass wir 2014 ein Update bekommen haben, dass der Spieler, der First geht, keine Karte mitziehen kann, also mit 5 Karten startet. Und der Second geht, die Karte behalten darf, die er zieht. Das heißt, wir sind plus 1, wenn wir Second gehen. Und wir haben in den letzten Jahren extrem viele Go-Second-Karten bekommen. Sei es jetzt der gute Dynarest Panker Drops, der quasi selber spezial beschwören kann und eine Karte schießen kann. Sei es Lightning Storm, die eine unglaublich gute Go-Second-Karte ist. Droplet, Dark Ruler. Selbst Regeki und Duster sind wieder zurück von der Bannlist. Das heißt, ihr habt Go-Second wirklich richtig, richtig viele gute Optionen. Jetzt kommt aber die neue Karte hinzu, die das ein bisschen switchen wird. Der Grund dahinter ist folgender. Ich lese euch mal ganz kurz den Effekt vor. Während deiner Main Phase, du kannst diese Karte in deiner Hand vorzeigen, bis zum Ende deines gegnerischen Spielzuges. Und falls du das tust, während diese Karte in der Hand vorgezeigt wird, durch diesen Effekt, gesetzte Karten auf dem Spielfeld können nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist der erste Teil des Effekts und der ist richtig gut. Das heißt, wenn ihr ein Deck spielt, was Backrow spielt und ihr habt diese Karte in der Hand, könnt ihr damit protecten. Denn das Schlimmste, was euch passieren konnte, wenn ihr vorher First gegangen seid mit nur Backrow, dass sie quasi 5 Karten gesetzt hat und der Gegner hatte halt einen Duster oder einen Lightning Storm und ihr wart raus, weil dieses Plus 4 könnt ihr mit einem Backrow-Deck nicht wieder rausholen, weil das nicht so viel Plus geht wie normaler Decks. Oder wenn ihr halt ein Combo-Deck spielt, was auf so 2-3 Backrows endet, die relevant sind für den restlichen Teil der Combo oder was darauf ausgelegt ist, dass quasi der Gegner nicht mehr spielen kann, wie jetzt ein Anti-Spell oder ein Ghost-Match oder sowas in der Richtung, dann ist das sehr, sehr interessant, was diese Karte kann. Die Karte hat aber noch einen zweiten Effekt und der ist quasi folgender. Du kannst diese Karte von deiner Hand spezial beschwören. Wenn diese Karte durch deinen eigenen Effekt in der Hand vorgezeigt wird, dann kannst du direkt von deinem Deck eine Zauber- und Fallenkarte setzen. Die wird aber während der Endphase des nächsten Spielzuges gebanished. Du kannst von dieser Karte den Effekt nur einmal pro Spielzug benutzen und auch nur einen von den beiden Effekten, sonst wäre die Karte ein bisschen heftig. Warum ist das jetzt wichtig? Müsst ihr euch quasi vorstellen, wir haben ein Backrow-Deck, was Backrow liegen hat, oder ein Combo-Deck, was Backrow liegen hat. Und ihr habt diese Karte, um diese Karten zu protecten. Das heißt, so ziemlich alle Go-Second-Karten, ob es jetzt Sinister ist oder halt sagen wir mal Lightning Storm oder Duster, bringen halt gegen eure Backrow nichts mehr. Das heißt, die Karten zu spielen macht halt nicht viel Sinn, weil diese Karte legit halt auftreten kann. Dann sind die Karten halt tot in eurer Hand. Die könnt ihr nicht benutzen, weil die halt nicht gut sind. Dann ist es aber so, dass diese Karte, wenn ihr eure eigene Karte flippen würdet in der gegnerischen Runde, sich selber spezial beschwören kann und darauf dann eine Karte vom Deck setzen kann. Und die kann jede Zauber- und Fallenkarte setzen aus eurem Deck. Also jede. Heißt Floodgates, irgendwelche Combo-Starter, irgendwelche Pieces, irgendwas in der Richtung. Das macht diese Karte halt unglaublich interessant für verschiedene Arten von Decks. Der Knackpunkt ist halt, dass diese Karte in der Hand erstmal minus 1 ist, weil die nichts tut. Zweiter Effekt ist, der muss erstmal durchkommen und ihr müsst eine Karte aktivieren können, damit sie sich spezial beschwören kann. Und ihr könnt ihr nicht in allen Decks spielen, denn ein Deck wie zum Beispiel Altergeist, ihr könnt ihr nicht spezial beschwören, denn ihr habt meistens den Multifaker in der Hand, um den spezial zu beschwören. Das heißt, dann könnt ihr keinen anderen Monster mehr beschwören, außer Altergeist-Monster. Ja, nicht so krass. Das bedeutet also, dass wir quasi ab November damit rechnen müssen, dass unsere ganzen Backrow-Zerstörungskarten nicht mehr viel bringen. Das wird also die Backrow-Decks deutlich mehr nach oben heben, weil es in eine andere Sphäre heben würde. Und gleichzeitig die Zerstörungskarten selber deutlich weniger spielbar macht. Sei es MST, sei es Twinfister, sei es, wie gesagt, Lightning Storm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im November eine Resurgence sehen von Cosmic Cyclone, von anderen Karten, die Sachen wegmischen können, die wirklich einfach nicht auf Zerstörung ausgelegt sind. Und das finde ich einen sehr interessanten Ansatz für Konami, denn die machen relativ viel zur Rotation. Das heißt, sie machen erst Sachen, die nicht zerstört werden können, dann machen die ein Counterplay, dann machen die Sachen, die nicht getargetet werden können, dann machen die ein Counterplay, dann machen die Sachen, die gebanischen können und machen ein Counterplay.
Die machen da sehr, sehr viel hin und her, denn Zerstörung, Banish, Mission, Targeten, das sind so Sachen, die tauchen immer wieder auf, aber in verschiedenen Reihenfolgen. Und natürlich mit einem höheren Skill-Ceiling, logischerweise mit einem höheren Power-Ceiling. Aber grundsätzlich sind es dieselben Ideen von Effekte. Was mich jetzt interessieren würde ist, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass die Karte King of the Sky Prison extrem viel Spiel sehen wird? Extrem wenig? Würdet ihr die in eurem Deck considern? Ich persönlich habe sie schon mehrere Decks ausprobiert. Da war die echt richtig gut. Und ein Level 10 Monster mit einem 3000 ATK Buddy ist halt auch nicht bad to have, ne? Weil er kann wirklich auch relativ viel outen. Nur wenn er schon auf dem Feld ist. Und dann gebe ich quasi ein Setup für ein OTK in der nächsten Runde, weil ihr den in den Endphase beschwören könnt. Ist also an sich eine gute Karte, aber wie denkt ihr das? Das ist halt die große Frage, die ich euch habe. Was denkt ihr generell dazu, Second zu gehen Yu-Gi-Oh? Ist das für euch eine Option? Ist das für euch keine Option? Wird diese Karte, die wir haben, an dieser Option, die ihr denkt, dass ihr habt, was ändern? Schreibt es mir in die Kommentare, ich lese es mir unglaublich gerne durch. Lasst dem Video auf jeden Fall mal ein Like da für den Algorithmus. Ich wollte natürlich den Boulder noch verlosen. Das machen wir einmal genau jetzt. Also hier haben wir das Video, um das es geht. Random Kommentarpicker. So, Start Raffle, pick a random winner. Und der Winner ist Nightmare 1989. Mein Schöner. Ich melde mich bei dir, du hast die Box gewonnen. Ich hätte es auch gerne an anderen meiner Community verlost, aber Nightmare ist auch ein Supporter. Er hat selber einen YouTube-Channel. Checkt den Link auf meiner Videobeschreibung mal aus. Geht auf jeden Fall an ihn raus. Dann war es für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann noch rein. Ciao, Leute.